Ganz wunderbar, dann starten wir. Herzlich willkommen zur Ringvorlesung Umkämpfte Begriffe, die ja gemeinsam mit der Humboldt-Universität, der Heinrich-Heine-Universität und der Gesellschaft für analytische Philosophie organisiert wird. Heute freuen wir uns ganz besonders, dass Andreas Zick unser Gast ist. Ich hatte schon in der ersten einleitenden Vorlesung gesagt, dass wie immer man auch Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und so weiter definieren möchte, dass man kaum um den Begriff gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit umhinkommen kann. Und Andreas Zick ist wie kaum ein anderer jemand, der dieses Konzept entworfen, entwickelt, stark gemacht hat und auch dazu empirisch geforscht hat. Er ist Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung und wissenschaftlicher Leiter der Konfliktakademie Konflikta an der Universität Bielefeld. 2016 erhielt Andreas Zick den Kommunikatorpreis des Stifterverbandes und der DFG für seinen unermüdlichen Einsatz in der Wissenschaftskommunikation. Bevor ich jetzt gleich das Wort an Andreas Zick übergebe, noch einmal kurz zur Organisation dieser Vorlesung. Sie wissen alle, dass wir streamen und auch auf Zoom senden. Streamen tun wir auf YouTube und gesendet wird es in Zoom. Dort haben Sie auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Nur Sie müssen sich darüber eben im Klaren sein, dass wir das Ganze eben in den Äther senden und dass wir auch aufzeichnen. Für die Aufzeichnung, die wir gerne auch irgendwann dann ins Netz stellen würden, zum Runterladen oder Anschauen, offline anschauen, zu anderer Zeit anzuschauen, da hätten Sie die Gelegenheit, auch später nochmal Ihr Veto einzureichen, falls Sie eine Frage gestellt haben und das nicht möchten. Dann kommen Sie auf uns zu, dann können wir das aus diesem Stream herausschneiden. Gut, dann übergebe ich jetzt sofort an unseren Gast. Herr Zick, wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Ja, schönen guten Tag zusammen. Jetzt kann ich mir den Spaß erlauben, einmal zu sagen, hallo Berlin. Wir sehen Berlinerinnen und Berliner hier nicht, ne? Im Raum sehen wir die nicht, aber Sie sehen sie, glaube ich, wunderbar. Also ich grüße mal nach Berlin, da muss ich heute Abend noch hin. Mal gucken, ob das klappt. Also ich bedanke mich sehr für die Einladung. Das ist eine sehr große und besondere Ehre, in der analytischen Philosophie eingeladen zu werden. Also das ist mir ehrlich gesagt noch nicht passiert. Und ich sage jetzt mal vorweg, ja, wenn es Ihnen im Verlaufe dieser Veranstaltung an analytischer Tiefe fehlt, dann seien Sie entspannt, die kommt noch während dieser Veranstaltung, nur später. Das ist eine besondere Herausforderung, weil wir empirisch forschen zu dem Phänomen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Und ich habe eine ganze Reihe von empirischen Ergebnissen mitgebracht, versuche die aber, die sind notwendig, auch um Begriffe zu schärfen, zu prüfen und so weiter, versuche die aber auch so darzustellen, dass Sie es nachvollziehen können. Und ansonsten finden Sie mich ja auch für Nachfragen. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, das ist tatsächlich ein Begriff, der eine Karriere gemacht hat, mit der wir so gar nicht gerechnet haben. Wir haben da viel für getan, aber er ist in viele Bereiche der Gesellschaft eingedrungen. Ich komme aber auch dazu noch, das ist ja nicht unbedingt immer ohne Konflikte und geht nicht ohne Konflikte, wenn Begriffe dann in Gesellschaft, aus der Wissenschaft, aus der Forschung landen. Der Ausgangspunkt unserer Überlegung zu dem Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit war eigentlich ein gesellschafts- oder demokratietheoretischer Ausgangspunkt, bevor wir das Konzept entwickelt haben. Und zwar ausgehend von der Beobachtung, dass wir in einer Gesellschaft, in Demokratien leben, in denen es eine Grundregel gibt, des gesellschaftlichen Zusammenhalts, könnte man sagen. Und zwar ist die Grundregel, dass die humane und demokratische, in Klammern zivile, Qualität einer Gesellschaft sich am Umgang mit, und jetzt verwende ich den Minoritätenbegriff, weil mit dem Minoritätenbegriff will ich deutlich machen, es geht um Gruppen mit weniger Einfluss. Wir könnten auch sagen Minderheiten, aber auch da diese Begriffe, auch solche Begriffe sind umkämpft. Aber wenn man sich mit sozialem Einfluss beschäftigt, mit Macht in Gesellschaft, ist, glaube ich, der Begriff angemessen. Das ist eine Grundregel unserer Gesellschaft. Und wenn ich diese Grundregel sage, dann haben wir in der Vergangenheit immer sehr viel Konsens bekommen. Aus unterschiedlichster politischer Richtung wurde gesagt, ja, das stimmt so. Stimmt das aber, dann stellt sich an Gesellschaft eine zentrale
Frage. Die entscheidende gesellschaftliche Frage ist dann, wenn die Regel gilt, inwieweit werden Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Geschlechts, verschiedener sexueller Orientierung, Menschen mit und ohne Einschränkung, mit oder ohne Arbeit in der Gesellschaft als gleichwertig anerkannt oder aber mit Abwertung, Diskriminierung, Rassismus und Ausschluss konfrontiert. Das ist die Grundüberlegung gewesen des Konzeptes von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Es war eigentlich eine demokratietheoretische Frage, die dann aber auch mit einer empirischen Frage einhergeht. Deswegen bringe ich einige empirische Ergebnisse mit. Ich habe mir gedacht, aber ich weiß noch nicht, ob ich nicht daneben liege, wenn ich nun also in Veranstaltungen zur analytischen Philosophie bin, habe ich mir die Frage gestellt, was könnte Sie interessieren? Ich habe nicht Philosophie studiert, ich habe auch Theologie studiert. Und natürlich unterhalten wir uns mit Philosophinnen, mit Philosophen. Und das ist immer ein großer Genuss. Und ehrlich gesagt beneide ich sie. Ich beneide vor allen Dingen die Studierenden, dass sie das studieren können. Das ist was ganz Tolles. Für uns ist das Luxus in der empirischen Forschung, zumal auch in der Organisation. Ich bin in vielen Bereichen, also der Alltag so eines Institutsleiters sieht dann anders aus. Aber im Folgenden, ich habe mir gedacht, ich spreche erst zum Konzept GMF, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, nicht German Marshall Fund oder so. Dann gehe ich auf die Kritik ein, die wir bekommen haben, auch die Begrenzung solcher Konzepte, die wir immer wieder neu diskutieren und überlegen. Es ist nicht so, dass wir in der Forschungsgruppe, in der wir zusammensitzen, dann nicht gegenseitig uns kritisieren und würden und reflektieren. Dann würde ich über ein paar aktuelle Beobachtungen zu Menschenfeindlichkeiten in der Mehrheitsgesellschaft, in der Dominanzgesellschaft sprechen. Also was beobachten wir denn aktuell empirisch? Es kann sein, dass Sie das interessiert. Und dann will ich einen Perspektivenwechsel vornehmen und ich nenne ihn den antirassistischen Perspektivwechsel. Und am Ende habe ich Fragen statt ein Fazit. Das Konzept von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Die Idee, von Menschenfeindlichkeiten zu sprechen, ist schon relativ früh angelegt. Also ich habe selber Psychologie studiert, Theologie und ich war über viele Jahre, hätte ich mich selbst definiert, als empirischen Sozialpsychologen. Und ich komme aus der Vorurteilsforschung, ich habe auch promoviert über das Thema Vorurteile und Rassismus, über beide Bereiche, die Vorurteilsforschung und die Rassismusforschung. Und wir haben ein sehr grundlegendes Buch in der Vorurteilsforschung, was für uns bis heute voller Ideen und Inspirationen ist für Forschung. Und das Buch sehen Sie da, The Nature of Prejudice von Gordon Allport. 1954 veröffentlicht und leider 1974 bei Kiepenheuer und Witsch verlegt worden und nie im Deutschen weitergeführt worden. Das ist wirklich extrem schade. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber das Buch gab es als Die Natur des Vorurteils, ist mit Sicherheit hier in der Bibliothek. Und in dieser Analyse von was sind Vorurteile, und Allport beschäftigt sich auch mit rassistischen Vorurteilen, mit Rassismus, sagt er, eine der Tatsachen, derer wir uns am sichersten sind, lautet, dass Menschen, die eine Fremdgruppe, jetzt wissen wir, das ist eine Übersetzung, also Outgroup wird das jetzt häufig übersetzt, ablehnen, auch dazu tendieren, andere Fremdgruppen abzulehnen. Wenn eine Person antijüdisch eingestellt ist, wird diese wahrscheinlich auch antikatholisch, anti-black, ich habe das jetzt nicht weiter übersetzt, wir könnten heute sagen, rassistisch oder jeder anderen Fremdgruppe gegenüber anti eingestellt ist. Das ist eine deutsche Übersetzung, also im Englischen funktioniert das eigentlich besser, ist auch nicht uninteressant. Aber die Grundidee ist ganz einfach. Allport hat viele Studien gelesen und hat in den Studien gesehen, wenn in Studien ein Vorurteil gemessen wird gegenüber in der Zeit, in den 40ern, 50er Jahren, gegenüber Katholiken, Katholikinnen und dann auch antischwarzen Rassismus gefasst wird, dann sehen wir immer wieder die interkorrelieren. Menschen, die anfällig sind, ein Vorurteil anzunehmen, bei denen steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie andere Vorurteile ausbilden. Und das war eigentlich eine Grundlage für eine ganze Reihe von empirischer Forschung. Es gibt sehr viele Studien, ich gehe jetzt auf die einzelnen Studien nicht ein, wir sammeln die das genau zeigen. Studien, es gibt Vorurteile, Studien zu Vorurteilen gegenüber verschiedenen ausgewählten Gruppen.
Sie sehen hier lauter Quellen. Die Quellen habe ich im Moodle noch nicht eingefügt. Könnte ich eigentlich noch machen, fällt mir gerade ein. Im Moodle kriegen Sie einen Foliensatz, dann mit wesentlichen Quellen zum Konzept. Aber diese Quellen habe ich noch nicht drin. Es gab auch schon früh Hinweise auf das Konzept. Wenn tatsächlich die eine Abwertung mit der anderen einhergeht, müssen wir nicht von generalisierten, generalized prejudices reden. Und da gibt es eine ganze Reihe von Studien, die bis heute davon ausgehen, dass es eigentlich reicht, dieses Konzept generalisierter Vorurteile zu verfolgen. Die sind aber im Bereich eher der empirischen Sozialpsychologie. Das ist für mich auch, ich leite ein Institut für interdisziplinäre Konfliktgewaltforschung. Und ich hadere immer damit, wie lange es braucht, bis mal Begriffe aus der einen Disziplin oder Erkenntnisse aus der einen in andere Disziplin hineinkommen. Also ich habe heute schon gesagt, es ist schön, dass ich jetzt weiß, dass in Düsseldorf hier was diskutiert wird im Rahmen der Philosophie. Das haben wir in Bielefeld nicht. Dafür haben wir anderes, aber das haben wir nicht. Da beneide ich euch drum und da werden wir den Kontakt weiter auf jeden Fall suchen. Hier sieht man das mal ein bisschen empirisch. Das ist jetzt so ein Modell, wo gemessen wird, verschiedene Formen von Rassismus, moderner Rassismus und. Und die Forscher, die modellieren das, die messen also in Umfragen, in Experimenten und so weiter diese Einstellungsmuster. Und dann gehen sie davon aus, hinter diesen Einstellungsmustern liegt so ein latenter Faktor. Hinter den Manifesten, dem, was wir messen, sind latente Faktoren, die alles miteinander verbinden. Und dann sagen sie, es ist generalized prejudice. Und dann ganz häufig in der Forschung, die da vorliegt, die uns vorlag, gehen viele, vor allen Dingen im Rahmen der psychologischen Vorurteils-Rassismus-Forschung, davon aus, dass eigentlich generalisierte Vorurteile zustande kommen durch Disposition. Das ist zum Beispiel die soziale Dominanzorientierung, das ist Empathie. Und hier sehen Sie so ein Minuszeichen davor, je weniger Menschen empathisch sind als Disposition, umso eher bilden sie das aus. Und hier ist, das ist, was hier in der Publikation Sex ist, Gender. Das heißt, ja, je stärker Menschen männlich sich identifizieren oder in der Gruppe der Männer sind. Und da ist immer die Idee, all die hängen zusammen. Also lasst uns doch nicht von Rassismus reden, sondern von generalisierten Vorurteilen. Das alles hängt miteinander zusammen. Wir waren der Meinung, das ist eigentlich so nicht richtig. Denn die Kernfrage ist, wir haben sehr viele verschiedene Formen, zumindest phänomenal, der Herabwürdigung, Diskriminierung, Abwertung von Gruppen. Und die hängen miteinander zusammen. Und jetzt eigentlich müsste der Titel heißen, das Syndrom gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist schon Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, Wilhelm Heidmeier, mein Vorgänger im Institut, und mit Wilhelm Heidmeier haben wir diese Forschung dann in Gang gesetzt. Der hatte die Idee, eigentlich müssen wir von Menschenfeindlichkeiten reden. Und eigentlich, wir brauchen dafür einen anderen Begriff, von dieser vernetzten Herabwürdigung und Abwertung. Es gibt verschiedene Menschenfeindlichkeiten, die hängen miteinander zusammen. Das deutet sich hier im Bild, ich hoffe, in Berlin sieht man das auch, durch diese ganz vielen Pfeile an. Und dann hat er die Frage gestellt, und die hat uns dann in der Forschungsgruppe sehr lange beschäftigt, gibt es Faktoren, die dazu führen, dass diese unterschiedlichen Menschenfeindlichkeiten miteinander einhergehen? Gibt es zentrale Faktoren? Und was wir dann getestet haben, ich zeige das später noch ein bisschen genauer, ist, die Idee eigentlich basiert diese vernetzte Herabwürdigung von Gruppen auf einer Idee, die wir dann Ideologie der Ungleichwertigkeit genannt haben. Je stärker Menschen der Meinung sind, der Überzeugung sind, Gesellschaften, kann ich danach unterteilen, nach Wertigkeit von Gruppierung von Menschen unterteilen. Also ich kann sie unterteilen in höher und minderwertige. Umso stärker ist eine Ideologie der Ungleichwertigkeit vorhanden. Und das ist eigentlich der zentrale Kern, der dann dazu führt, dass sich unterschiedliche Menschenfeindlichkeiten ergeben, aber auch miteinander vernetzen. Und das ist wichtig, ich betone das einmal, weil es hätte was anderes sein können. Denken wir etwa an die kritische Theorie. Also aus der kritischen Theorie kamen zum Teil in der Auseinandersetzung um das Konzept auch die Idee, nein, es ist ein generalisierter Autoritarismus. Wir leben in einer autoritär orientierten Gesellschaft mit einer klaren Dominanzhierarchie und es ist nicht eigentlich so ein kultureller, gesellschaftlicher Autoritarismus. Wir sagen, nein, es ist Ungleichwertigkeitsideologien.
und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder am besten merken Sie sich das Syndrom gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Wolfgang Benz, der Antisemitismusforscher, hat mal geschrieben, das ist so kompliziert, das kann sich kein Mensch merken, deswegen ist das Konzept nicht gut. Ist auch nicht uninteressant. Also neue Begriffe zu verbreiten ist nicht so ganz einfach. Aber dieses Syndrom gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit bezeichnet die Herabwürdigung, den Ausschluss oder die Vernichtung von Menschen, die bestimmten Gruppen zugeordnet werden und deren Zuordnung auf einer in Gruppen geteilten Ideologie der Ungleichwertigkeit anderer basiert. Die Feindseligkeit richtet sich gegen Menschen, auch wenn sie rein ideologisch motiviert ist und von Menschen zum Teil nicht die Rede ist. Es gibt ja einen Rassismus, der sich gar nicht mehr bezieht auf bestimmte Gruppierungen, sondern einer rassistischen Ideologie bespricht. Imaginierte Gruppen, die meisten der Herabwürdigung, ja, wenn wir nehmen Immigrantinnenfeindlichkeit, was ist das, die Gruppe? Das sind heterogene Gruppen, Muslimfeindlichkeit, niemand kennt die ganze Gruppe der Muslime und so weiter, sind imaginierte Gruppen. Oder sie sind eben tatsächlich real. Die interessante Frage ist die natürlich, wer erfährt Markierung? Das, was Sie hier, ich muss wieder zurück, das, was Sie hier sehen in dieser Abbildung, Vorsicht, wir definieren in der Forschungsgruppe nicht, welche Gruppen jetzt zu dem Syndrom, welche Herabwürdigungen dazugehören. Das ist eine Folie im Rahmen einer empirischen Studie, die wir dann durchführen. Wir stellen uns schon die Frage, gibt es in Gesellschaften Gruppen, die besonders abgewertet werden, mit denen wir uns dann in der Forschung beschäftigen wollen? Interessanterweise haben niederländische Forscher schon in den 80er Jahren Studien durchgeführt. Die haben Menschen gefragt, wer eigentlich in der Gesellschaft wird am stärksten abgewertet? Und die zeigen, dass selbst Menschen, die keine Vorurteile haben, keine rassistischen Überzeugungen haben, wissen, welche Gruppe in der Gesellschaft in der Hierarchie gerade besonders weit unten oder oben ist. Ja? Also Professorinnen und Professoren sind ziemlich weit oben, erfahren wenig Abwertung, wohnungslose, obdachlose Menschen, arbeitslose Menschen, geflüchtete Menschen, auch schon in den 80er Jahren. Diese ethnischen Hierarchien sind geteilt, auch wenn wir da nicht zustimmen. Deswegen fragen wir immer natürlich in den empirischen Studien. Theoretisch aber kann in so einer Syndromdarstellung, je nachdem, in welchem Kontext wir analysieren, können da auch noch andere Gruppen stehen. Haben wir das? Ja. Sie werden hier zum Beispiel nicht sehen, die Abwertung von Menschen mit Behinderung oder Unterstützungsbedarf. Das heißt nicht, dass wir nicht meinen, da gibt es keine Menschenfeindlichkeiten, sondern in den Studien, in denen wir das analysieren, ist das kaum messbar, nicht mit unseren Messverfahren. Deswegen müssen wir andere verwenden. Das ist ganz wichtig. Theoretisch, wenn Sie sagen können, so ein Syndrom der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit gibt es eigentlich auf dem Campus Düsseldorf, oh Gott, oder in Berlin. Ja, auf beiden Campi gibt es da, können die unterschiedlich sein. Modellieren wir das und dann prüfen wir das empirisch. Die Frage ist immer dann, welche Gruppe jetzt mit Menschenfeindlichkeit markiert wird. Und das ist eine gesellschaftlich hochinteressante Frage. Welche Gruppe eigentlich gelangt jetzt, ich sag's mal, in dieses Syndrom einer generalisierten Abwertung? Und das haben wir theoretisch ausformuliert. Das steht vor allen Dingen im Beitrag von einem Buch von Anton Pelinka. Das gibt es in Englisch. Und in Deutsch, die deutsche Fassung heißt Vorurteile, Ursprünge, Form und Bedeutung. Ist nicht sehr bekannt geworden, leider, aber so ist es halt. Und dort sagen wir, eine Gruppe wird Element eines solchen Syndroms, die vermutlich bei anderen Gruppen den sozialen Status bedroht. Statusbedrohung ist ein Faktor, der erzeugt, dass Menschenfeindlichkeit erfahren, die verunsichert und scheinbar Normalität angreift. Normalitätsvorstellungen sind ein zweiter wichtiger Hintergrund. Und der dritte Hintergrund, eine Gruppe, die vermeintlich die Machtverhältnisse verändert. Diese drei Faktoren halten wir für zentrale Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass Gruppen dann in diesem Syndrom von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gelangen.
Die Verbindung zwischen den aufgelisteten Faktoren ist das Bedürfnis, soziale Ordnung als einen Normalitäts- und Sicherheitsstandard aufrechtzuerhalten und Überlegenheit, sprich Ungleichwertigkeit, zu etablieren. Das ist der zentrale Mechanismus, der sich dann immer wieder gesellschaftlich unterschiedlich auswirken kann. Aber so ist die Theorie. Zu beachten ist, dass wir nun jetzt eine ganze Reihe von Menschenfeindlichkeiten in dem Syndrom benennen. Und jetzt ist als Hintergrund wichtig, dass wir nicht davon ausgehen, erstens, das sind individuelle Antipathien oder Feindlichkeit, sondern, deswegen nennen wir es gruppenbezogen, wenn Menschen sich antisemitisch, muslimfeindlich, rassistisch und so weiter äußern, dann setzen sie sich in einem sozialen Kontext in Bezug auf bestimmte Gruppen und wenn sie nur imaginiert sind, wir Deutsche, ins Verhältnis zu den anderen Gruppen. Deswegen sagen wir, es ist nicht eine individuelle Antipathie. Das ist ein bisschen auch dem geschuldet, dass doch einige Forscherinnen und Forscher davon ausgehen, dass eigentlich steckt hinter all diesen Vorurteilen eine Antipathie. Es reicht aus, nicht zu mögen. Und das setzt Menschenfeindlichkeit in Gang. Es gibt psychoanalytische Traditionen, die ähnlich argumentieren. Und Gordon Allport hatte auch die Idee, eigentlich ist es eine Antipathie. Der erste Moment, das reicht aus, ich mag die nicht oder ich übernehme das Bild, ich mag die nicht. Aber wir sind der Meinung, nein, es geht hier tatsächlich um eine Konstellation von Gruppen. Deswegen ist es immer ganz schwierig, wenn man dann Rassistinnen oder Rassisten, wir beobachten sie auch dann im Gerichtsverfahren, dann sagen sie immer nein. Also diese rassistische Äußerung, die meine ich persönlich gar nicht so. In dem Kontext, in dem sie geäußert wird, ist es in der Regel eine kollektive Äußerung, ein Ausdruck eines Gruppenverhältnisses. Sie basiert auf einer Ideologie der Ungleichwertigkeit, die verschiedenen Elemente von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, werden teilweise, und jetzt kommt ein Vorteil des Konzeptes, so wie wir es denken, wie ich meine. Es gibt bestimmte Faktoren, die erzeugen Antisemitismus, es gibt Faktoren, die erzeugen Muslimfeindlichkeit, es gibt Faktoren, die erzeugen eine Abwertung von wohnungslosen Menschen, es gibt Faktoren, die erzeugen Sexismus gegen Frauen oder Menschen mit einer nicht-heterosexuellen Orientierung. Aber es gibt Faktoren, dadurch, dass es ein Syndrom ist, ja, die können eben die generalisierte Abwertung von vielen anderen Gruppen freisetzen. Ja, die Bedrohung des Status durch Geflüchtete geht nach Theorie des Konzepts damit einher, dass auch andere Gruppen gesellschaftlich auf das Tableau kommen, jener, die offensichtlich den Status bedrohen. Und auch das könnte ich viele empirische Studien zu zeigen, dass wir im Zuge jetzt der Fluchtmigration in Deutschland ja einen Anstieg haben, einen sehr signifikanten Anstieg an menschenfeindlich basierten Hasstaten, die einhergehen mit anderen Hasstaten. Aktuell wird wieder diskutiert über die Hasstaten gegen wohnungslose Menschen. Gucken wir rein, kann das rassistisch motiviert sein, das kann immigrantinnenfeindlich basiert sein und so weiter. Menschenfeindlichkeiten gegenüber bestimmten Gruppen können die Diskriminierung ganz anderer Gruppen erzeugen. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Das heißt, der Antisemitismus kann dazu führen, dass ganz andere Gruppen diskriminiert werden. Und das geht eben, weil all diese Faktoren erzeugen eine höhere Akzeptanz von Ungleichwertigkeit. Fünftens, das bedeutet jetzt nicht, dass es ein Syndrom universal für alle Kulturen und Gruppen gültig ist. Es wird mir immer gefragt, das deutsche Syndrom. Und ich wurde auch gefragt, wo sind denn die Angriffe gegen die deutschen Feindlichkeit? Das haben wir gut getestet, da kann ich in der Diskussion drauf eingehen. Das war so der erste Reflex, aber es gibt ja auch die deutschen Feindlichkeit. Haben wir getestet. Das ist nicht uninteressant. Das ist eben nicht universal für alle Gruppen. Gesellschaften können spezifische Syndrome ausbilden. Dennoch ist diese syndromatische Natur ausschlaggebend. Sie erfordert, einen partikularistischen Blick auf bestimmte Vorurteile aufzugeben und sich auf den funktionalen Kern von Menschenfeindlichkeiten zu konzentrieren. Deswegen gucken wir immer dahinter und gucken, was hält es zusammen und hält unser Modell, dass diese Ungleichwertigkeitsideologie so zentral ist. Wir haben mal geschrieben, es funktioniert dieses Syndrom der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, solange die Wurzeln eben die Ideologie der Ungleichwertigkeit immer wieder kontextualisiert werden können.
Und das sind die zentralen Annahmen. Es gibt eine Verbindung in der Abbildung, es gibt einen Kern, das Syndrom der Gruppe, die Ideologie der Ungleichwertigkeit. Und jetzt nehmen wir eben an, zum Beispiel die wahrgenommene Bedrohung durch Gruppe X, Geflüchtete, der Konnex ist immer sehr schnell, sie bedrohen Ressourcen, Belastung und so weiter. Oder hier die Abwertung wohnungsloser Menschen kann dazu führen, dass diese syndromatische Abwertung in Gang gesetzt wird und die Vorurteile gegen oder die Menschenfeindlichkeit gegenüber einer bestimmten Gruppe kann dazu führen, dass eine ganz andere Gruppe diskriminiert wird. Ich habe jetzt betreuende Doktorarbeit zur Ermordung von wohnungslosen Menschen. Und wenn wir die Akten genau analysieren, sehen wir in den Aktenäußerungen von Täterinnen und Tätern, Bestandsaufnahmen, die sagen, ja, die Opfer wurden vorher dehumanisiert, die erscheinen gar nicht mehr als Menschen. Deswegen gibt es was beyond Menschenfeindlichkeit, also die Vernichtung, aber davor liegen sexistische Annahmen, davor liegen Annahmen über Homosexualität und so weiter, über Wohnungslosigkeit. Ja, und deswegen finden wir, lohnt es sich darüber nachzudenken. Ja, und wie sich das dann eben auswirkt, das erfordert immer wieder eine Prüfung. Die eine Prüfung ist, wir müssen immer wieder in jedem Erhebung, die wir durchführen und auf der Grundlage des Syndroms argumentieren, dann gucken, ob wir tatsächlich dieses Syndrom feststellen können oder nicht. Das ist dann unsere Aufgabe. Es kann ja sein, dass wir tatsächlich gesellschaftlich so stark uns entwickeln hin zu einem sicherheitsorientierten, autoritären Staat, dass die Ungleichwertigkeitsideologie irgendwann obsolet wird und wir dann tatsächlich Autoritarismus eher als Kern haben. Das müssen wir dann immer prüfen. Wir prüfen das, wir haben das in einer ganzen Reihe von Studien geprüft. Wir haben eine ganze Buchreihe, das ist immer noch zugänglich. Wilhelm Heidmeier hat die herausgegeben. Da war ich Mitarbeiter in dem Projekt Deutsche Zustände. Es hatte 10 Bände. Wilhelm Heidmeier führt das jetzt weiter in seinen Bänden, nicht mehr empirisch, aber er hat eine Buchreihe Signaturen der Bedrohung. Und jetzt im Rahmen unserer sogenannten Mitte-Studie führen wir das weiter. Ich werde ein paar Zahlen nennen, damit Sie mal sehen können, wie das so verbreitet ist. Einige interessiert es vielleicht. Die letzte Mitte-Studie haben wir publiziert, die ist immer noch frei downloadbar. Im Januar, Februar letzten Jahres, wir befragen so über 2000 Leute. Wir fragen Wohnbevölkerung ab, die Befragten sind volljährig. Im Alter ungefähr im Durchschnitt 50 Jahre. Das heißt, wir ziehen repräsentative Stichproben aus der Bevölkerung. Und die letzte Studie haben wir genannt, die distanzierte Mitte. Die ist noch frei verfügbar und auf der Seite finden Sie auch, das ist im Moodle, im Foliensatz, finden Sie den direkten Link, Methodenbericht und so weiter. Und da testen wir dann eben, das werden Sie jetzt bestimmt nicht so im Einzelnen nachvollziehen können, stimmt es denn, dass es diese Interkorrelation gibt. Das heißt, dass eine Menschenfeindlichkeit geht mit der anderen einher. Die kann man ziemlich schnell sehen. Jetzt gucke ich mal, dass ich das gut hinkriege hier. Sie sehen das hier. Ja, Sie sehen hier zum Beispiel der Zusammenhang. Man kann von plus 1 bis minus 1 gehen. Plus 1 ist ein maximal positiver Zusammenhang, minus 1 ein negativer Zusammenhang. Das heißt, je stärker die Menschen dieser Menschenfeindlichkeit zustimmen, desto geringer die Zustimmung in einem anderen Bereich, die sind alle positiv. Es gibt keine negativen Interkorrelationen. Und jetzt sehen Sie hier so eine Korrelation vom Punkt 60, die ist substanziell und hoch und überzufällig zwischen Rassismus, rassistischen Einstellungen und der Abwertung von Menschen mit einer homosexuellen Orientierung. Und dann sehen Sie aber auch zum Teil, dass wir unheimlich geringe Korrelationen haben. Wenn Sie zum Beispiel die Abwertung, die Herabwürdigung, die Menschenfeindlichkeit gegenüber einem Menschen mit Behinderung sehen, das hier ist fast gar kein Zusammenhang. Auch das haben wir. Was bedeutet das jetzt? Und das ist dann in der Regel, wenn man genau reinguckt, sehen wir, wir haben die Schwierigkeit in den empirischen Studien mit diesen Techniken der Umfrageforschung, dass wir mit sozial Erwünschtheiten zu kämpfen haben und dass wir die Messverfahren, das ist immer begrenzt durch die Messverfahren, die Abwertung von Menschen mit Behinderung kaum in solchen offenen Interviews messen können. Deswegen führen wir viele qualitative Studien durch. Wir gehen in bestimmte Kontexte hinein und so weiter. Aber die Art und Weise, wie wir gerade diese
Abwertung von Menschen mit Behinderung gemessen haben, funktioniert nicht. Da stimmt niemand mehr zu. Dann haben Sie einen sogenannten Bodeneffekt. Niemand stimmt mehr zu und dann finden Sie auch keine Zusammenhänge. Aber die anderen sind ziemlich substanziell und ziemlich klar. Und so sieht dann so ein Prüfmodell aus, wenn wir es denn testen. Wir messen halt diese unterschiedlichen Facetten. Und jetzt zeige ich Ihnen das mal in einer Studie. Wir haben eine Längsschnittstudie durchgeführt. Wir haben 10 Jahre lang identisch Personen befragt. Jedes Jahr am Anfang und dann haben wir das zum Teil noch aufgeschafft. Das heißt, jedes Jahr befragt und gemessen, ja, Sexismus in über 10 Jahre identische Personen. Daran haben wir dann eben auch getestet. Hier sehen Sie das. Wir messen die hier. Dann ist das, was Sie hier oben sehen, ich gucke mal, ist ein bisschen verzögert mit dem Cursor hier. Sehen, dann messen wir hier ganz, das sind so manifeste Messungen und die messen dann dieses Konzept und der Zusammenhang von diesen Konzepten misst dann einen Faktor, der wieder dahinter liegt, nämlich die Ungleichwertigkeit. Und das haben wir publiziert, das testen wir jedes Jahr. Haben wir noch so ein Syndrom? Jedes Jahr können wir das testen und wir sehen, das klappt relativ gut. Jetzt nur mal die Zahlen, Sie finden sie alle im Moodle, das ist auch alles publiziert. Wir gucken dann, ob dieses gesamte Modell auch tatsächlich zu den Daten passt. Das ist jetzt der Vorteil unserer empirischen Methoden, wenn wir viele Daten haben. Zum Teil sehen wir dann eben, dass hier die sogenannten etablierten Vorrechte, das ist die Meinung, dass alle die neu hinzugekommene sich hinten anstellen sollen. Das ist ein Konzept von Norbert Elias, also eine generalisierte Abwertung Menschenfeindlichkeit gegenüber allen neu hinzugezogenen. Dass dieses Konzept sehr viel stärker zusammenhängt mit klassischem Rassismus und. Wir testen das, aber das Modell, so wie wir es modelliert haben, theoretisch, funktioniert relativ gut. In anderen Kontexten funktioniert es nicht. Wir haben auch mal eine Europastudie durchgeführt. Und in dieser Europastudie haben wir uns die Frage gestellt, wir nehmen ausgewählte Länder, es gibt nicht viele Europastudien. Und ich glaube, es gibt im Moment auch nur eine, die mal dieses Syndrom getestet hat. Das liegt daran, dass wenn wir große Stichproben ziehen und so weiter, das ist alles relativ teuer. In Europa haben wir eigentlich nur so Menschenfeindlichkeit messen können, dass wir davon ausgehen, dass in den Niederlanden, in Großbritannien, in Deutschland, in Polen, in Schweden, die Menschen, so wie wir Sexismus messen, Sexismus gegen Frauen, auch in allen anderen Ländern das ähnlich verstanden wird, ähnlich assoziiert wird. Und da sehen wir so ein reduziertes Syndrom. Da sind viele Facetten, die sind so kulturspezifisch zum Teil, dass wir das gar nicht messen können. Aber Sexismus, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und in der Publikation heißt es Homophobia. Ich halte nicht viel von dem Konzept von Phobie. Das liegt aber daran, dass ich ein gelernter Psychologe bin und wir da keine Medizin haben. Es ist eine Menschenfeindlichkeit gegenüber Menschen mit nicht heterosexueller Orientierung. Hier ist es der Rassismus, das heißt, es ist vor allen Dingen die Markierung von ethnisch-kultureller, rassistischer Ungleichwertigkeit von Migranten. Und hier sehen wir die klassische Migrantenfeindlichkeit. Und da sehen wir, es sind in Europa, wenn wir das vergleichen, wir haben das publiziert in unserem Buch, Die Abwertung der Anderen. Ich finde es ein tolles Buch, weil wir da mal eben diesen Europavergleich haben und mal genau darstellen, wie stellt sich das da in den Ländern und können wir das denn phänomenal zugänglich machen in den anderen Ländern, dass wir da miteinander vergleichen können. Hier ist allerdings, in dieser Abbildung sind die französischen Daten nicht dabei. Und das liegt daran, dass uns damals bei der Erhebung in Frankreich untersagt wurde, Muslimfeindlichkeit so zu messen, wie wir es messen. Das ist auch ein gesellschaftlicher Umgang, in dem man einfach sagt, das wollen wir ja nicht, die Muslimfeindlichkeit, also messen wir sie nicht. Das ist tatsächlich in Frankreich eine Debatte. Was ist empirisch zugänglich? Und das ist nicht einfach, weil gesagt wurde, so können wir das hier in Frankreich nicht messen. Mit Argumenten, ja? Also wenn ihr das so messt, dann prägt das ja eher das Bild und so weiter. Ich komme gleich auf Kritik. Und dann sehen wir eben in der Annahme, wahrgenommene Bedrohung von Gruppe X führt dazu, dass andere Gruppen abgewertet werden. Auch das können wir mit unseren Daten wunderbar zeigen. Das sind Daten nochmal hier aus den deutschen Zuständen. Da sehen wir halt interkulturelle Freundschaften. Ich habe bestimmte Freundschaftsverhältnisse zu einer ganz bestimmten Gruppe von Migrantinnen und Migranten.
führt dazu, dass je weniger Freundschaften ich habe, klassische Kontakthypothese, desto stärker werden MigrantInnen hier abgewertet. Aber diese Abwertung geht einher mit der Abwertung von vielen anderen Gruppen. Das heißt, Freundschaften zu einer bestimmten Gruppe, wenn sie nicht vorhanden sind, kein Kontakt ist vorhanden, dann führt das dazu, dass auch andere Gruppen vielleicht als andere Fremde markiert werden und abgewertet werden. Und das Gleiche können wir für die Diskriminierung von Gruppen, das ist ein Kollege aus Großbritannien, der hat hier Menschenfeindlichkeit gegenüber MigrantInnen gemessen, hat dann auch den Kontakt mit reingenommen und sowas wie Dominanzorientierung und hat dann zeigen können in seiner Analyse tatsächlich, dass diese MigrantInnenfeindseligkeit stärker dazu führt, dass Antisemitismus entsteht, Vorurteile gegenüber Menschen mit homosexueller Orientierung, Vorurteile gegen Obdachlose führt. Und dabei ist berücksichtigt eben die Kontakte und sowas wie Dominanzorientierung. Das heißt, unter Konstanthaltung bestimmter Prädiktoren eigentlich viel besser die MigrantInnenfeindlichkeit erklären, generalisiert es auf andere Gruppen auch. Es gab Kritik und das Ganze hat Grenzen. Die eine Grenze ist, es gibt ja viele mögliche Faktoren, die jetzt Menschenfeindlichkeit erzeugen. Und es kann phänomenal sich unterschiedlich ausprägen. Menschenfeindlichkeit, so wie wir das in den Studien messen, in solchen Umfragen, ist offen, ist reaktiv. Ja? Aber sie verstecken sich vielleicht, sie sind latent, sie kommen nicht direkt zum Ausdruck. Deswegen führen wir eine ganze Reihe von Studien durch, aber ich zeige die Kernstudien hier. Alles andere ist ja gut dokumentiert. Und die haben unterschiedliche Faktoren, die das beeinflussen, was wir für ein Syndrom haben, welche Faktoren verantwortlich sind, welche Folgen sind. Der historische Kontext unterscheidet sich. Die Linse, wenn ich die enger stelle, ja, es gibt bestimmte gesellschaftliche Faktoren, die Menschenfeindlichkeit erklären. Dann sind es soziale Beziehungen. Es sind bestimmte Dispositionen. Das war der Ausgangspunkt all dieser Überlegungen zur Menschenfeindlichkeit. Auch der Ausgangspunkt, den wir dann in den psychoanalytischen Theorien haben. Es wirkt sich unterschiedlich aus. Und das Ganze dabei ist zu beachten, dass wenn wir heute über Rassismus reden, in Zeit und Raum ist das anders. Also wir reden heute anders über Rassismus, als ich das in meiner Kindheit getan habe. Bestimmte Phänomene in der Vergangenheit, die kamen nicht vor, die heute eben da sind und so weiter. Und das müssen wir dabei beachten, wenn wir über Rassismus reden, wenn wir über all diese Menschenfeindlichkeiten reden. Die Kritik an dem Konzept ist auf der einen Seite, und der stellen wir uns, die diskutieren wir, die Messung. Wenn wir ja in solchen Studien bestimmte Aussagen aufschreiben, Juden haben zu viel Einfluss, eine ganz traditionelle antisemitische Äußerung. Wir haben also Studien durchgeführt, wo wir lauter solche antisemitischen Statements gesammelt haben und das Statement geht über Jahre und das hält sich und ist unheimlich stabil und so weiter, dann ist das reaktiv, wenn wir Menschen fragen, stimmen sie dem zu oder nicht. Es kann diskriminierend sein. Wir müssen aufpassen, dass die Art und Weise, wie wir das erfassen, wie wir das messen, nicht diskriminierend ist. Es kann reifizierend sein. Die Kritik, die wir bekommen haben, ist, ihr benennt ja die Gruppen. Und damit führt es doch dazu, dass diese Gruppen imaginiert so dargestellt werden, als wenn sie existieren würden. Wir haben ein quantitatives Verfahren, aber wie gesagt, wir haben viele qualitative Studien und es ist sehr, vielleicht wir messen nur traditionelle Herabwürdigung in unseren Studien. Ist das nicht alles eine Einstellung? Ist das nicht nur eine Einstellung? Ist es nicht handlungsfern? Das war eine Kritik. Ja, das ist immer so ein Problem. Ich glaube, es gibt ein sehr verbreitetes Verständnis von Einstellung, als wenn sie nichts mit Handlung zu tun hätten, als wenn sie nichts mit Emotionen zu tun hätten, als wenn Einstellungen irgendwie Privatsache wären. Aber Einstellungen beinhalten eigentlich in der Konzeptualisierung all das. Führen wir nicht einen methodologischen Nationalismus durch? Tatsächlich, früher haben wir nur deutsche Staatsbürgerinnen und deutsche Staatsbürger erhoben. Wir gehen jetzt, das haben wir sehr ernst genommen und testen das jetzt auch für unterschiedliche Gruppen Wohnbevölkerung. Ist es im Kern nicht irgendwie was ganz anderes? Generalisierte Intoleranz, bestimmte Dispositionen oder
Eine Kritik war auch, geht es nicht um realistische Ressourcenkonflikte? Also es geht doch real um Konflikte. Ja? Fluchtzuwanderung führt dazu, dass real hier Ressourcen verknappt werden. Und das blendet ihr weg. Das ist doch vielleicht alles ein realistischer Konflikt. Oder steckt dahinter, und das beschäftigt mich jetzt mit einer Kollegin Ronja Böge, steckt dahinter nicht ein Konzept, ein generalisiertes Konzept von Othering? Wir haben das noch nicht, wir arbeiten dran. Und wir haben es selber kritisiert, fehlt nicht eine gesellschaftskritische Perspektive, in der wir stärker kontextualisieren die Menschenfeindlichkeit in diesen unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Wir haben das dann rekonstruiert. Sie sehen hier, da gibt es dann eben solche Kritikmodelle, dass eigentlich hier dahinter stecken unterschiedliche Emotionen, hier sind die Abwertungen, dann ist es immer wieder Dominanzorientierung, Autoritarismus. Und das ist ein Modell, was ein Kollege in der Studie zur Menschenfeindlichkeit entwickelt hat. Der sagt, ja, es gibt schon sowas wie ein GMF-Syndrom, aber eigentlich hat es zwei Dimensionen. Es gibt die einen Menschenfeindlichkeiten, die entsprechen dem, was wir eigentlich mit einem sozialen Vorurteil meinen. Das sind bestimmte Urteilsmuster, Vorausurteile gegenüber spezifischen Gruppen. Und dann in eurem Konzept gibt es eher so etwas wie ideologisch abgewertete Gruppen. Rassismus ist eine Ideologie, etablierten Vorurteil ist eine Ideologie und Sexismus ist eine generalisierte Ideologie. Das heißt, es gibt nicht den einen Kern, sondern es gibt im Grunde genommen ja, das Syndrom. Und dahinter stecken eigentlich zwei Dimensionen, spezifische Gruppenabwertung und das andere ist die ideologische Dimension. Es ist nicht ganz, ich finde, ganz schwierig, also auf andere bestehende Konzepte zu übertragen. Drei weitere Kritik. Beginnt nicht Menschenfeindlichkeit vor der sichtbaren Abwertung, die wir da in unseren Studien, die wir vielleicht besprechen, auch im Rahmen der Reihe? Ist es nicht, wie gehen wir damit um, dass uns Menschenfeindlichkeit begegnet, ganz unabhängig von einem Syndrom, in anderen Überzeugungsmustern? Und ein dritter Kritikpunkt, der uns jetzt beschäftigt oder mich, ist, dass Menschenfeindlichkeit einer Mehrheit, einer Dominanzkultur ist nicht identisch mit dem, was Minoritäten an Menschenfeindlichkeit erfahren. Isin Turan macht das ganz schön, eine Auseinandersetzung mit dem, wie man Menschenfeindlichkeit und Stereotype bricht. Beginnt das nicht viel früher? Gordon Allport hat mal gesagt, das ist in Anlehnung an Gordon Allport, Menschenfeindlichkeiten, Vorurteile, Rassismus beginnt bei Kategorisierung und Klassifikation. Die kann schon rassistisch sein. Zweitens, der zweiten Stufe kommt die Stereotypisierung, die Zuschreibung von Merkmalen zu dieser Gruppe. Drittens die Menschenfeindlichkeit, die motivierte Herabwürdigung, die motivierte, um Status zu halten, Normalität und so weiter. Und dann kommt die Diskriminierung. Menschenfeindlichkeit interessiert uns eigentlich als Vorbereitung für Diskriminierung und die letzte Stufe ist die Gewalt und die Vernichtung. Tatsächlich zeigt sich das. In der Stereotypenforschung gibt es so ein Modell, das heißt Stereotype Content Model. Und die sagen eigentlich, wenn wir anderen begegnen, dann ziehen wir, und das können Sie empirisch zeigen in einer ganzen Reihe von eher psychologischen Studien, dann wenden, das passt auch im Angelsächsischen viel besser als im Deutschen, dann haben wir zwei Dimensionen. Wenn wir uns jetzt begegnen, wir reden jetzt miteinander, was sie machen, ist automatisch unbewusst eine Einschätzung, ist er kompetent und ist er nett, warm oder cold. Ich hoffe natürlich kompetent und warm. Wir ziehen zwei Dimensionen heran. Den meisten Gruppen in der Gesellschaft begegnen wir kaum oder gehen in die Nähe aus dem Weg, aber in der Interaktion verwenden wir diese beiden Dimensionen. Und das messen die dann. Fühlt sich diese Gruppe warm, kalt, warm, cold? Das passt im Deutschen nicht ganz. Und wie schreiben wir Kompetenz zu? Die zeigen in ihren Studien, in Gesellschaften lassen sich Gruppen nach diesen beiden Dimensionen gut einordnen. Studierende werden in der Regel als warm und kompetent wahrgenommen von vielen anderen, die nicht Studierende sind. Ja, ältere Menschen durchaus als warm. Dahinter liegen jetzt tausende von befragten Personen. Also dieses Stereotype Content Model, die sind durch die Welt gereist und haben geguckt, ob das Modell stimmt oder nicht.
Und da lassen sich dann Wohnungslose werden als ja, inkompetent und aber auch kalt wahrgenommen. Das ist nicht das Interessante, dass die Klassifikation so generell ist, dass Gruppen klassifiziert werden. Das Interessante ist, und da sind dann die Disabled, ich habe das mal Menschen mit Unterstützungsbedarf. Das Interessante ist, sie können jetzt zeigen, dass sich an diese spontane Zuschreibung Emotionen hängen. Was warm und kompetent ist, wird eher bewundert. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir das bewundern, dass wir das achten. Während Gruppen, die da angeordnet werden, nämlich inkompetent und kalt, Emotionen hervorziehen, und zwar ist es relativ stabil dann gemessen in verschiedenen Gruppen, wie Ekel, Abneigung. Das heißt, die reine Zuschreibung von Merkmalen ist verbunden mit einer Emotion und die ist nicht zufällig. Das heißt, vor der Menschenfeindlichkeit, vor der motivierten Herabwürdigung liegen schon Emotionen. Mehr noch, sie zeigen jetzt in Studien, wie würden wir uns wahrscheinlich verhalten, wenn wir diesen Menschen aus den Gruppen begegnen würden? Dass wir eine Zuschreibung machen, dass wir eine emotionale Zuschreibung machen. Das sind diese Patterns of Emotions, die sich darstellen. Und dieses einhergeht mit einer Verhaltenstendenz. Vor Menschen, die wohnungslos sind und Menschen, ja, da haben wir eine Tendenz, eher dann Verhalten zu vermeiden, Interaktion, Kommunikation zu vermeiden. Während Gruppen, die eben hier in diesem Quadranten liegen. Diese Studien erklären nicht gesellschaftlich Rassismus und diese Studien erklären nicht, warum sich bestimmte Ideologien von Ungleichwertigkeit ausbilden, aber diese Studien erklären relativ gut, dass bereits vor dem, was wir als motivierten Rassismus betrachten, bestimmte psychologische Prozesse liegen, die vielleicht dann Strukturen erklären können. Kategorisierung. Stecken nicht hinter, ist nicht die Klassifikation in Gesellschaften von Gruppen besonders relevant im Rahmen der Rassismusreihe, wird das besonders relevant. Wir haben das sehr ernst genommen. Und wir haben jetzt in der neueren Studie diskutiert, ob nicht es eigentlich beim Syndrom ausreicht, von 4 zentralen menschenfeindlichen Facetten zu sprechen. Nämlich vom Antisemitismus, vom Rassismus, vom Klassismus und vom Heterosexismus. Denen dann verschiedene Gruppen zugeordnet werden können. Das heißt, eigentlich klassifizieren die Menschen in unseren Studien nach diesen 4 Gruppen. Und tatsächlich in der Studie, wenn Sie das PDF downloaden, können Sie dann sehen, wir testen das. Müssen wir eigentlich von den Einzelgruppen ausgehen oder haben wir nicht eben diese Gruppierung? GM ist verbunden und eingebettet mit anderen Ideologien. Wir untersuchen in den Mitte-Studien vor allen Dingen Rechtsextremismus. Und jetzt zeige ich Ihnen die 6 Dimensionen rechtsextremer Überzeugung. Nationaler Chauvinismus, Befürwortung einer Diktatur, Verharmlosung der NS-Zeit. Und dann gibt es 3 Dimensionen, nämlich den Sozialdarwinismus, den wir eigentlich als rassistischen Sozialdarwinismus bezeichnen müssen. Minderwertigkeit. Es gibt minderwertige Völker, minderwertige Gruppen. Ja? Wir haben hier jetzt Politiker einer Partei vor Gericht, da können Sie es gut rauslesen, was damit gemeint ist. Denn die sogenannte Fremdenfeindlichkeit, da geht es darum, dass Menschen, die rechtsextrem orientiert sind, als Fremdgruppen markieren. Das sind die Fremden. Und der Antisemitismus, da sehen Sie, in den ideologischen Überzeugungen stecken Menschenfeindlichkeiten drin. Das ist kein separates Syndrom, sondern Rassismus finden wir eingebettet in anderen Überzeugungen. Das sind jetzt die Beispiele aus der letzten Studie, damit Sie auch mal sehen, wie das in der Bevölkerung so verbreitet ist. Das ist eine repräsentativ gezogene Stichprobe. Letztes Frühjahr im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform, sondern 7% Zustimmung und 16 teils. Und jetzt sehen Sie da unten das Item, hinter dem eigentlich die Menschenfeindlichkeit sich verbirgt. Es gibt wertvolles und unwertes Leben. Da sind im Zustimmungsbereich bei über 2000 Befragten, das ist gut repräsentativ, wir testen das immer, stimmen 12% zu und 12% sagen teils. Also eine Klassifikation. Wie weit ist das verbreitet? Ich zeige Ihnen jetzt mal nur ausschnittsweise. Wie viel Zeit habe ich noch? Super. Habe ich so ein bisschen mitgerechnet. Ja? Und jetzt sehen wir mal die Verbreitung in der Mitte der Gesellschaft.
Ja, wir haben da so in der Mitte der Gesellschaft, sehen Sie das, ungefähr fast 10% Antisemitismus. Beim Rassismus, wie er jetzt zusammengefasst ist, und das sind rassistische Markierungen der Gruppen, die da stehen, Muslime, Sinti, Romani, MigrantInnen, Asylsuchende, liegen wir bei 31%. Wie ist das geteilt? Das ist das Reservoir. Bei der Menschenfeindlichkeit gegenüber Arbeitslosen und Obdachlosen Armen bei 18% und Sexismus gegen Frauen, Transpersonen, Menschen mit homosexueller Orientierung sind wir bei 12%. Das sind die eindeutigen Zustimmungsbereiche. Die eindeutigen, da sind nicht die Graubereiche mit drin. Wir sehen, das alles hängt miteinander eng zusammen. Das können wir uns sparen, diese sogenannten Interkorrelationen. Wir müssen das immer prüfen. Das heißt, die eine Abwertung geht mit den anderen einher. Nur mal Beispiele. Das wird immer heftig diskutiert. Die meisten Flüchtlinge kommen nur hierher, um das Sozialsystem auszunutzen. 34% Zustimmung. Und 29% sagen teils, teils. Und da sehen Sie, wie weit, breit gesellschaftlich das verteilt ist. Bettelnde Obdachlose sollten aus den Fußgängerzonen entfernt werden. Und da wird immer wieder heftig diskutiert in unseren Studien, ob denn die einzelne Aussage wirklich markiert, das ist eine Menschenfeindlichkeit. Ja, wenn ich das sage, bin ich dann ein Menschenfeind. Nee, aber die Wahrscheinlichkeit steigt. Das sind Einzelaussagen, die mit anderen einhergehen. Es geht immer uns um Argumentationsmuster auf der Grundlage von solchen Aussagen. Das Ganze steigt im Moment. Das sind mehr die mittleren Ausprägungen. Ja, wir sehen hier sehr deutlich in dieser Studie, deswegen ist es auch zum ersten Mal, glaube ich, im Lagebericht Rassismus der Bundesregierung gelandet, diese Studie. Es steigt im Moment an, die Zustimmung. Und jetzt ist ganz interessant, wir messen auch den Rassismus gegen schwarze Menschen, schwarze Menschen. Und dann messen wir diese anderen Facetten von Menschenfeindlichkeit. Und wir haben uns mal angeguckt, ob Menschen, die diesem Rassismus gegen schwarze Menschen zustimmen, das sind die Menschen hier, wie die sich unterscheiden von denen, die teils, teils sagen und denen, die ablehnen, alle Aussagen ablehnen zum antischwarzen Rassismus. Das ist ein Tippfehler. Zustimmung hier. Und wir messen jetzt, inwieweit die sich unterscheiden, die Zustimmenden von den teils, teils Graubereich und den Ablehnenden in anderen Facetten von Menschenfeindlichkeit. Und in der Studie zeigen wir, dass Menschen, die teils, teils einem antischwarzen Rassismus zustimmen, die teils, teils denen, die zustimmen, ähnlicher sind als denen, die ablehnen. Das heißt, dieser Graubereich, teils, teils, ist latent dem Zustimmungsbereich näher. Das ist ganz eindeutig. Wir reden ja auch immer über Latenz im Rassismus. Wenn wir messen, wie die sich in anderen Menschenfeindlichkeiten verhalten, ist das stärker ausgeprägt. Das zeige ich Ihnen auch mal. Wir analysieren gerade, wie ist das bei Menschen mit einer Sympathie für die Partei Alternative für Deutschland. Da sehen Sie hier diese blauen, das sind hier die Zustimmung. Und hier sind ist der Graubereich. Das heißt, hier sind Menschen, die Partei Sympathie zeigen, 18%, antisemitisch im Zustimmungsbereich, 27% im Graubereich. Und in Rot sehen Sie dann die Zustimmung unter jenen, die eine bestimmte politische Partei mit ihr sympathisieren. Ja? Sie sehen 93% jener, die eine Sympathie haben für diese Partei, teilen rassistische Einstellungen. Um ihn deutlich zu machen, das verbirgt sich auch manchmal hinter einer Latenz. Beim Klassismus haben wir 69% und so weiter. Unter den Befragten, die eine Sympathie haben. So, das überschlage ich jetzt. Was wir auch finden ist, und das ist eben ein Problem, vieles von dem, was wir als Rassismus haben, drückt sich ja aus in verschiedenen subtilen Formen der Herabwürdigung. Wir haben mal in einer Studie, die ist auch online zugänglich, kann man alles nachlesen, Studie heißt zugleich Zugehörigkeit und Gleichwertigkeit, haben wir da messen wir eher so Einstellungen zur Inklusion von Gruppen, zu Migration, auch zu Perspektivendivergenzen zwischen Menschen mit Migrationsgeschichte und ohne. Und da haben wir gemessen die Frage, jetzt da befragen wir Menschen ohne Migrationsgeschichte,
stärkt das Zusammenleben mit MigrantInnen, mit Migranten, wird es den Zusammenhalt der Deutschen stärken oder nicht? Und in dieser Studie sagen 53%, dass MigrantInnen den Zusammenhalt stärken. Einige von Ihnen würden sich ja da vielleicht sogar einordnen. Also die Mehrheitsgesellschaft geht davon aus, dass der Zusammenhalt gestärkt wird. Und das sind jetzt Ergebnisse aus der letzten Studie, also vom letzten Jahr, repräsentative Untersuchung, wo wir gefragt haben, ist der Zusammenhalt der Deutschen gefährdet? Und diese roten Balken, jetzt mache ich das mal für Berlin hier, diese roten Balken, das sind alles Befragte, die sehen den Zusammenhalt der Deutschen gefährdet. Die grauen sind welche, die sagen, teils, teils ist der Zusammenhalt der Deutschen gefährdet. Und die blauen, türkisen Balken sind Befragte, die der Meinung sind, der Zusammenhalt ist nicht gefährdet. Was Sie sehen in den Analysen, ist ein ganz einfaches Ergebnis. Menschen, die sagen, der Zusammenhalt der Deutschen ist gefährdet, stimmen in allen Facetten von Menschenfeindlichkeit stärker zu. Das heißt, hinter dem Konzept von Zusammenhalt steckt eigentlich ein exklusives Moment. Die anderen werden im Zusammenhalt nicht mitgedacht. Menschen, die sagen, der Zusammenhalt der Deutschen ist gefährdet, sind rassistischer, antisemitischer, klassistischer und so weiter. Das heißt, in dem Konzept von Zusammenhalt findet die Exklusion statt. Das ist eine ganz indirekte Form. Im Übrigen, in einer Demokratie sollte die Würde und Gleichheit aller an erster Stelle stehen. Wir hatten mal eine Zustimmung vor 2018/19, da lag es über 93%. Das ist ein schöner Deckeneffekt. Alle sagen, die Würde und Gleichheit sollte an erster Stelle stehen. Ist ja auch Artikel 1. Wir leben ja im Jahr des Grundgesetzes. Diese grundsätzliche Zustimmung zu Würde und Gleichheit ist zurückgegangen. Über zufällig auf 87%. Nun ist das, was wir in Mehrheitsgesellschaften sehen, auch nicht immer nur das, was Menschen, die in den Gruppen, Zielgruppen von Menschenfeindlichkeit sind, in den stigmatisierten, ausgegrenzten Gruppen dasselbe. Deswegen sind wir immer der Meinung, dass wir Menschenfeindlichkeit, und das haben wir schon angefangen mit einer großen Studie über jüdische Perspektiven und im letzten Jahr haben wir eine große Studie durchgeführt zu den muslimischen Perspektiven, dass wir, wenn wir genauer hingucken, wie die Perspektiven von Menschen sind, die Menschenfeindlichkeit ausgesetzt sind, noch viel mehr erfahren können über das, was Rassismus ist, das, was die Ausgrenzung ausmacht. Das sind nur einige Schlagwortergebnisse aus dieser Studie muslimische Perspektiven. Das ist auch frei zugänglich. Und was wir da analysiert haben, ist, dass eigentlich der Rassismus gegen Muslime sich im Alltag aus ihrer Perspektive zeigt in einem ständigen Erfahrung von Missachtung. Die Ungleichwertigkeit drückt sich aus in dem Ausmaß, wie Identitäten, Normalitäten, wie Merkmale, die uns wichtig sind, nicht wahrgenommen werden, falsch zugeschrieben wird. Andere Deutsche meinen, wir Muslime gehören nicht zu Deutschland. Da stimmen 48% zu. Und viele von denen sagen, ja, wir haben uns dran gewöhnt. Aber hinter dieser Verankerung steckt natürlich eben auch eine Normalisierung des Rassismus in der Alltagserfahrung. Andere Deutsche sehen uns mehr als Muslim denn als Deutsche oder uns, ne? Wir gehören eben bestimmten Gruppen an, also eine Fehlzuordnung. Und diese Missachtung, die dahinter steckt, drückt eine andere Form von Menschenfeindlichkeit aus. Und das zeigt sich dann in Grenzziehung. In der gleichen Studie haben wir auch gefragt, ist es überhaupt Menschen und in diesem Fall Muslimen, das haben wir aber auch mit anderen Gruppen schon durchgeführt, überhaupt möglich, zum Teil in bestimmte Räume hineinzukommen. Das Nicht-Hineinkommen in Räume, das Nicht-Zugang ist meines Erachtens eine ganz wesentliche Facette einer rassistischen Ausgrenzung. Und dann sehen wir 25% in dieser Stichprobe mit immerhin fast 700 Befragten. Das sind Menschen allen Alters, Menschen eben mit Migrationsgeschichte in Deutschland, sagen, der Zugang zu öffentlichen Lokalen wurde oft oder sehr oft verweigert. Wie oft hatten sie das Gefühl, ihnen wird der Zugang zu Plätzen und Bereichen erschwert? Das ist fast jede fünfte Person in dieser Studie. Das heißt, Menschen im Alltag machen Erfahrungen, die gar nicht vielleicht in der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen werden, die aber eindeutig darauf hinweisen. So, und jetzt Fragen statt ein Fazit. Wir haben ein Problem
und das betrifft vielleicht alle Vorträge in dieser Reihe, ist, wenn wir uns über Rassismus und Begriffe unterhalten und die Konzepte und auch so ein Konzept wie Menschenfeindlichkeit, was wir jetzt nun, glaube ich, 20 Jahre schon machen, dann ist es natürlich gut für Gesellschaften, wenn diese Begriffe sich in irgendeiner Weise dann auch kulturalisieren und verankern können. Wir führen auch eine Studie durch, die nennen wir multidimensionale Erinnerungsmonitor. Und in dieser Studie stellen wir Fragen, ob Menschen Erfahrungen aus der Vergangenheit, und das ist hier das Beispiel, eine offene Frage gab oder gibt es Ereignisse oder Vorfälle in der jüngeren deutschen Geschichte, nächstes Jahr ist 80 Jahre Kriegsende, also seit 1945, die aus ihrer Sicht einen direkten Zusammenhang mit der NS-Geschichte stehen. Da haben wir Menschen gefragt, ganz offen, sie konnten sagen, was sie wollten. Sie konnten absolut sagen, was sie wollten. Die absolute Mehrheit sagt, nö, ich weiß es nicht. Das, was wir als Menschenfeindlichkeit bezeichnen, also ich beschrieben habe als Syndrom mit ein paar Zahlen, sagen 1,6%. 1,6% fällt ein, dass es zwischen der Vergangenheit und heute eine gewisse Kontinuität gibt, die sich in Menschenfeindlichkeiten äußert. Das heißt, historische Kontinuitäten werden zum Teil gar nicht gedacht. Und ich glaube, das ist auch für so eine Reihe Rassismusbegriffe, wie sie sich tradieren und wie sie erinnert werden können, eine interessante Frage neben der ganzen Frage, wie sich das verändert. Und natürlich gibt es Politik und Politisierung. Wir sind mal tatsächlich mit unserem Konzept in einem Kabinettsausschuss gelandet. Die letzte Regierungskoalition von Frau Merkel hatte auch die Bekämpfung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auf der Agenda. Das passiert einem ja auch. Und dann gab es mal einen Kabinettsausschuss mit einem Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus. Der hat uns immerhin gebracht viele Fördergelder, das müssen wir sagen, wenn auch kein so ein Paket, wie wir das hier gerne gehabt hätten. Aber manchmal macht es tatsächlich Sinn, dass wir über unsere Forschung dann auch bestimmte Themen adressieren können. Aber es passiert einem auch was ganz anderes. Wir haben die Studie mal durchgeführt, die Mitte-Studie, und dann haben wir auf den Deckel geschrieben, verlorene Mitte, und dann wurde das bundesweit plakatiert. Vielen Dank. Jetzt sehe ich Berlin. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Zick, für den Vortrag und die interessanten Einblicke. Ich werde jetzt sofort in die Diskussion übergehen. Und zwar werde ich zuerst zwei Diskussionsbeiträge aus Düsseldorf dran nehmen und dann wechseln wir an die HU Berlin. Wer hat Fragen oder Anmerkungen? Oder Anregungen? Nehme ich auch gerne entgegen. Genau. Ja. Bitte das Mikrofon weitergeben. Genau, das Mikrofon muss ich weitergeben. Dann Sie zeigen auf den Punkt. Erstmal vielen lieben Dank für diesen sehr gut fundierten Vortrag. Ich hatte eine Frage, wo Sie ja durchaus aufgezeigt haben, dass da gewisse Leute gerne auch bei Gerichtsverhandlungen zugegeben haben, sehr affektiert gewisse Aussagen imitiert zu haben, die in ihrer sozialen Bubble sehr präsent seien. Da gibt es ja eine Frage in dem Sinne, wie affektiert manchmal Menschen sind oder gar ganze Gruppendynamiken, wo rationale Moral Agents ein Klima der Irrationalität erzeugen können. Da würde es mich wirklich interessieren, wie diese affektiert hat. Aristoteles sagte mal, dass jemand, der von den Affekten Lust und Unlust zu sehr ergriffen sei, überhaupt nicht mehr die Urgründe seiner eigenen Handlungen und Aussagen nachverfolgen könnte. Und da würde ich mal fragen dahinter, ohne zu validieren, was da gewisse Leute da machen. Was liegt eigentlich dahinter? Whence cometh evil? Ja. Danke sehr. Das ist eine kluge Frage. Studieren Sie noch? Ich habe so einiges studiert, man will, ja. Ah, okay. Weil tatsächlich, das ist etwas, was, glaube ich, die Überlegung zu der Affektation, zu der Emotionalisierung, deswegen habe ich das Stereotypenmodell mal genannt hier, die ist, glaube ich, sehr zentral zum Verständnis. Warum ist die zentral? Erstens,
diese Einstellungen, die wir dort messen, haben alle eine affektive Dimension. Zweitens, es geht eigentlich immer um kollektive Affekte. Auch vor Gericht kommt der kollektive Affekt. Wenn Sie also Moral Pain und diese Moralisierung und all das, da geht es schon um Affekte, die mich verbinden mit bestimmten Kollektiven. Dass vor Gericht Menschen switchen und sagen, aber ich als Person, als Individuum, ja, ich weiß gar nicht, wieso ich das getan habe, lassen den Affekt eigentlich nicht zu. Ich habe mich sehr lange beschäftigt mit dem Verfahren von Anders Breivik, mit dem wir in Deutschland uns schwer getan haben, obwohl wir da hätten viel daraus lernen können. Weil in Norwegen der Fall Anders Breivik diskutiert wird als ein Fall einer extremen Radikalisierung in eine massive Gewalt unter der Frage, wie kann eine Person sich so entwickeln in unserer Gesellschaft und war die eine Person, die mitten aus der Gesellschaft kommt. Und das Interessante ist, dass Anders Breivik Techniken während seiner Radikalisierung entwickelt hat, die versuchen, die individuellen Affekte, die ihn vielleicht empathiefähig machen, zu bremsen, auszubremsen, um den kollektiven Affekt hochzuhalten. Das heißt, der kollektive Affekt, ich leide und ich hasse für das Abendland, war der entscheidende Treiber. Und dazu musste er den individuellen persönlichen Affekt zurückstellen. Und insofern sind es kollektive Affekte. Das bringt aber die Frage, wieso sind die Affekte auf einmal so, bei Aristoteles war es ja schon klar, ich muss hassen, um menschenfeindlich zu sein. Aber warum sind sie jetzt so besonders wichtig? Weil wir affektgesteuerte soziale Kommunikation betreiben. Wir sehen im ganzen Bereich dessen, was wir als Hassreden haben, vieles der Menschenfeindlichkeit basiert auf einer Übernahme von bestimmten Hassbildern, bestimmten Wutbildern. Wir haben ja sehr früh über den Wutbürger, die Wutbürgerin gesprochen. Das war im Zuge der Merkel-Regierung, als es die Auseinandersetzung gab um die Geflüchteten. Diese Affekte werden in den Gruppen, in sozialen Medien genutzt und gesteuert. Das heißt, es sind eigentlich kollektive Affekte, die nur dann funktionieren, wenn sie bestimmte kollektive Funktionen erfüllen. Bei Aristoteles war es ja auch ein kollektiver Affekt und bei Aristoteles ging es ja auch um das Verhältnis des Individuums zum Staat, zur Gemeinschaft. Es ging auch um soziale Affekte. Und die werden gesteuert in dem Ausmaß, wie der Affekt Zugehörigkeit erzeugt. Und da müssen wir unterscheiden. Und tatsächlich, wenn wir dann in den Gerichtsverfahren sehen, wenn Menschen so versuchen zu sagen, nein, sie scheiden dann ihre Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen weg und sagen, es ist ne, ich. Es gibt aber nur wenige, es gibt nur einige der Täterinnen und Täter, die dann über ihren Hass reden. Wir haben eine Studie durchgeführt, die ist auch online zugänglich. Steht aber nicht in der Quelle drin, also muss ich dann noch nachholen. Da haben wir in Gefängnissen Interviews durchgeführt mit Menschen, die dort inhaftiert waren wegen rechtsextremer Straftaten, das heißt Volksverhetzung und so weiter. Und wir haben die Interviews in den Gefängnissen durchgeführt mit einer ganzen Reihe von Tätern, die bereit waren, mit uns zu reden. Und das ganz Interessante ist, sie haben vor der Tat sich die Legitimität beschafft. Und diese Moral-Emotionen, die jetzt so eine große Rolle spielen, meines Erachtens müssen die im Kontext von Legitimationen, von Handlungen, von Praktiken verstanden werden. Ja, hallo, danke schön. Es gibt eine Sache, die ich persönlich überhaupt nicht verstanden habe, um ehrlich zu sein, und zwar, wie man verschiedene, also Sie haben von der Hierarchie der Abwertung gesprochen, ja, wie man verschiedene Gruppen, die Minderheiten, die Diskriminierung ja erleiden, wie man das zueinander abwägt. Das ist mir jetzt total schleierhaft und sehr kontraintuitiv, wie man das überhaupt empirisch messen kann. Also wenn es jetzt um die reine, das reine Vorhandensein, die reine Anzahl von Menschen, die diese Einstellung ja haben, diese menschenfeindliche Einstellung,
einfach nur die Zahlen aneinander vergleicht. Das ist ja rein quantitativ und sagt richtig, ja nichts über die Qualität ja. aus. Ja. Da habe ich persönlich ein Problem, weil wenn man jetzt einer diskriminierten Gruppe zum Beispiel sagt, du wirst weniger diskriminiert als die andere, weil das da häufiger vorkommt, das finde ich ziemlich diskriminierend erstmal. Und dieser qualitative Aspekt, der ist ja in dieser Hierarchie wahrscheinlich gar nicht mit verarbeitet, aber Sie reden ja trotzdem von Hierarchie. Da würde ich gerne nochmal nachfragen, was Sie genau meinen. Genau, das ist gut. Und da stellen Sie jede Frage. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt eine Frage zur Philosophie stellen könnte, wäre sie wahrscheinlich auch, Sie würden gehen und sagen, was? Versteht er nicht? Also jede Frage ist sehr willkommen. Ich bezog mich auf Forschung, die in den Niederlanden durchgeführt worden wurde von dem Kollegen Hachendorn, heißt der. Müsste ich vielleicht auch dazufügen, damit Sie es mal nachlesen können. Die haben tatsächlich die Idee gehabt, Gesellschaften wie unsere, die jetzt zum Beispiel ein liberales Wirtschaftssystem haben, neigen dazu, Ordnungen, soziale Ordnungen über Gruppen herzustellen. Es gibt die Eliten, es gibt die, die oben sind und die, die unten sind. Und in ihren Studien selber haben sie die einfache Frage gestellt, glauben Sie, dass es eine solche soziale Hierarchie, eine soziale Leiter gibt in der Gesellschaft? Und sind Sie der Meinung, dass auf der Leiter bestimmte Gruppen oben sind und andere unten? Wir haben das nochmal, ich habe mit der Kollegin Beate Küpper, mit der ich ja die meisten dieser ganzen Mitte-Studien und Analysen durchführe, die also mindestens genauso wichtige Beiträge leistet, und das ist Gemeinschaftsgut, was ich hier berichte. Wir haben tatsächlich mal Studien durchgeführt, da haben wir Menschen, die wir befragt haben, Gott spielen lassen. Und wir haben sie eben gefragt, gibt es in dieser Gesellschaft Gruppen, die oben sind und unten sind? Und dann haben wir so eine Leiter aufgemalt und haben gesagt, und dann konnte man daneben schreiben, ist oben und ist sehr unten. Das heißt, die imaginierte soziale Hierarchie, nicht meine Meinung. Wir haben dann einige gehabt, die genauso wie Sie gesagt haben, also bitteschön, so einen Mist mache ich nicht. Ich weigere mich. Das waren die wenigsten. Die meisten haben gesagt, ja, wenn Sie mich so fragen. Was wir dann gemacht haben, jetzt kommt das Gottspielen, ist, wir haben ganz unabhängig die Gruppen, die da auftauchten, haben wir ganz unabhängig andere gefragt und haben gesagt, vergib mal Sozialpunkte. 5 Punkte ist, Premium-Mitglied in der Gesellschaft. Alt, weiß, Mann, Professor. Alt, weiß, Mann, Professor. 4 Punkte. Alt, weiß, Frau, Professorin. Und dann haben wir gemessen, ob da eine Übereinstimmung gab. Und das Interessante ist, dass tatsächlich wir die meisten gesellschaftlichen Gruppen irgendwie einen impliziten Konsens haben, der sich ja auch im strukturellen Rassismus auswirkt. Also, wenn ich mir die Gruppen angucke, ich war auf einigen Tagungen, Konferenzen zur Abwertung von wohnungslosen Menschen. Da saßen kaum Forschende, da saßen wohnungslose Menschen. Wenn wir auf Tagungen, Konferenzen gehen zum Thema Inklusion und Abwertung von Menschen mit Behinderung, dann sitzen da Menschen, die ganz viel zusammenarbeiten mit Menschen mit Inklusionsbedarf. Das heißt, die Reproduktion, wie finden wir? Aber wir sehen, das ist nicht die letztendliche Erklärung, weil die letztendliche Erklärung reicht dann nicht aus. Wir sehen ja in den Daten auch, dass die Abwertungen sich immer verändern. Wir können damit die Veränderungen nicht erklären. Wir haben im Bereich gerade der Vorurteilsmuster der Menschenfeindlichkeiten gegen Menschen mit Behinderung, das hat sich in Deutschland unheimlich positiv entwickelt. Auch im Bereich der Menschenfeindlichkeiten gegen Menschen mit homosexueller Orientierung, das hat sich verändert. Also ich könnte jetzt aus den 70er und 80er Jahren berichten und darüber berichten, welche Personen deswegen inhaftiert worden sind. Das heißt, es gibt strukturell, und jetzt kommt das Linsen, es gibt strukturell neben all den Hierarchien noch Muster in der Gesellschaft, die nicht uns veranlassen. Das ist so etwas wie evolutionär. Es gab auch mal so evolutionäre Theorien, als das große Thema Fremdenfeindlichkeit war. Das waren die 90er Jahre.
so 96, Rostock-Lichtenhagen passierte, der Rechtsextremismus passierte. Und dann erschien auf einmal in der politischen Debatte das Thema Fremdenfeindlichkeit. Und da erschienen die ersten Arbeiten, da auch evolutionäre Annahmen, die sagen, Gesellschaften sind halt so. Es geht letztendlich darum, ob Sie bereit sind, deswegen bringt es das eigentlich ganz gut auch auf den Punkt, ob Sie bereit sind, so eine generalisierte Idee von Höhe und Minderwertigkeit zu akzeptieren. Sobald Sie das akzeptieren, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Sie auch andere Gruppen nicht nur anordnen, sondern abwerten. Insofern, wenn Sie sich weigern, ist es gut. Aber wir haben nur wenige Befragte in unserer Studie. Wir haben nur wenige Befragte, ich habe es noch nicht analysiert für die letzte Studie, die bei allen Aussagen über Menschenfeindlichkeiten komplett im Ablehnungsbereich sind. Die also nicht bei irgendeiner Menschenfeindlichkeit dann doch mal wenigstens teils zustimmt haben. Wir hatten es mal, wir haben das früher mal gemacht, das waren immer so 10%. Es gibt eine Frage. Oh ja. Ich habe sie gesehen, hinten im Hörsaal in der HU Berlin. Ich bin gespannt, was die Frage ist. Ja, ist das Mikrofon an? Okay, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Sehr interessant. Ich habe tatsächlich zwei Fragen. Und die erste wäre, Sie hatten gesagt, dass Feindlichkeit gegenüber einer bestimmten Menschengruppe auch zu Feindlichkeit gegenüber anderen Menschengruppen führt oder das bedingt. Und da wollte ich fragen, ob Sie da noch mal so ein paar erklärende Worte zu sagen können, weil ich das nicht genau verstanden habe, wie das zusammenhängt. Ja. Und zweite Frage wäre, ob Sie interessenhalber noch mal sagen könnten, was Sie denn zu sogenannter oder sogenannter deutschen Feindlichkeit herausgefunden haben, ob es da Erkenntnisse gibt. Ah ja. Dankeschön. Also, diese Idee, die erste Frage ist relativ einfach zu beantworten. Wenn Sie in einer Interaktion, in einer Kommunikation, in sozialen Medien anfangen, eine Gruppe abzuwerten, herabzuwürdigen, dann steigt fast automatisch die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn es um andere Gruppen in der Gesellschaft geht, sie auch bereit sind, diese herabzuwürdigen. Das heißt, wenn Sie bestimmte, ich mache es mal jetzt ganz einfach, Vorurteile teilen, die liegen ja Vorurteile gegenüber Gruppe X teilen, Vorurteile gegenüber Geflüchteten, die haben wir ziemlich genau beobachtet, weil mit der Immigration 2015, 16 massiv die negativen Meinungen über Geflüchtete entstanden. Wenn Sie einer herabwürdigenden Aussage zustimmen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie andere Gruppen auch abwerten, herabwürdigen. Das heißt, es steigt die Wahrscheinlichkeit der Menschenfeindlichkeit gegenüber vielen Gruppen. Der Antisemitismus, das haben wir immer gesagt, geht bei uns in den Studien seit jetzt 22 Jahren, wenn man nur sich anguckt, die empirischen Korrelationen, geht der Antisemitismus auch einher mit einer Muslim- und Islamfeindlichkeit. Das wird in den vielen aktuellen Debatten oft weggeblendet, aber wir reden viel mit Communities, die diese Erfahrung machen. Es generalisiert sich. Das ist diese grundsätzliche Idee. Das heißt nicht automatisch. Das heißt, es sind nicht immer alle, sondern das heißt, es ist in der Tendenz so. Und das zeigen wir immer wieder. Und bei der deutschen Feindlichkeit, da war es tatsächlich so, Befragte, die der Meinung waren, es gäbe eine deutsche Feindlichkeit, es gäbe eine Feindseligkeit gegenüber ihnen als Deutsche, waren in allen anderen Facetten der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit stärker ausgeprägt. Das heißt, die Wahrnehmung, dass es Deutschenfeindlichkeit gibt, erhöht die Wahrscheinlichkeit zu Rassismus, Antisemitismus und so weiter. Das war damals eine These, die kam vor allen Dingen aus der Politik. Und da wurde dann, jetzt könnte ich das dazu addieren, immer wieder die Frage gestellt, aber wie ist das denn dann mit migrantischen Gruppen und ihrer deutschen Feindlichkeit und ist das dasselbe wie Menschenfeindlichkeit? Da gab es eine große Studie von einem, das müsste ich mal raussuchen, von einem Kollegen Schröder, der sich vor allen Dingen mit Menschenfeindlichkeit von Linken und Linksextremismus beschäftigt hat. Aber der hat große Schwierigkeiten, das Modell zu modellieren, so wie wir es hatten. Das konnte nicht repliziert werden.
Das ist nicht unser Fokus. Uns interessiert die sogenannte dominante Mehrheitsgesellschaft. Ja, wir haben eine weitere Frage, Anna. Ja, das ist mir jetzt. Aber es ist toll zu sehen und auch gut zu hören. Ich bin beeindruckt. Ja, das ist mir mehr oder weniger jetzt spontan darauf eingefallen. Also funktioniert dieses Modell mit der Korrelation nur bei großen Datenmengen? Nein. Das haben wir tatsächlich auch. Es gibt Studien in lokal begrenzten Räumen. Und das ist das, was uns sehr interessiert. Es gibt tatsächlich eine Studie, die von einer NGO durchgeführt worden ist, in der Eifel. Und die hat untersucht, wie dann in einer bestimmten lokalen Region, ob es da bestimmte Syndrome gibt der Menschenfeindlichkeit, die sich kulturalisieren und spezifisch sind. Und das ist eine super interessante Frage für uns. Wir sehen, dass tatsächlich auch das Syndrom der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit in Polen damals in der Studie, die wir durchgeführt haben, etwas anders aussah, als das in Deutschland war. Das heißt, so wie wir es modellieren mit unseren quantitativen Daten, brauchen wir dann immer große Daten. Aber wir haben auch ethnografische Studien durchgeführt, qualitative Studien. Und das ist die Herausforderung jetzt, dass wir diese qualitativen Beobachtungen, ethnografische Daten zusammenbringen mit diesen großen Daten, die wir verwendet haben, die ich Ihnen gezeigt habe. Es funktioniert tatsächlich relativ gut und ich würde auch annehmen, dass sich eben in bestimmten sozialen Räumen vor dem Hintergrund bestimmter Debatten und Diskurse eben sehr unterschiedliche Syndrome ausbilden können. Es zwingt nur immer, die Syndromkonzeption zwingt nur immer eben dazu, nicht nur eine bestimmte Facette, eine bestimmte Herabwürdigung anzugucken, sondern viele. Und was hier unsere Daten für Deutschland betrifft, da kann ich aber sehr deutlich sagen, sobald es um repräsentative Befragungen in Deutschland für die deutsche Wohnbevölkerung, wenn es um diese Daten geht, dann ist dieses Syndrom seit 20 Jahren sehr stabil. Das heißt, der Antisemitismus fällt nicht raus, die Muslimfeindlichkeit fällt nicht raus, der Klassismus fällt nicht raus. Das heißt, die Daten geben zumindest Anlass, darüber nachzudenken, wie stabil dieses Konzept, dieses Syndrom ist seit vielen Jahren in Deutschland. Auf der Ebene ist es stabil. Okay, bevor ich jetzt wieder frage, wer hier eine Frage stellen möchte, wollte ich den TeilnehmerInnen auf Zoom Gelegenheit geben, eine Frage zu stellen. Wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie auf Zoom zugeschaltet sind, eine Frage haben, heben Sie gern die Hand oder schreiben Sie was in den Chat. Besser die Hand heben. Zoom sehe ich nicht. Genau, wenn nicht, dann haben noch mal die TeilnehmerInnen hier im Saal Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Ja. F01. Das ist ganz witzig. Von hier unten haben Sie alle eine. Sieht man das in Berlin? Nee, in Berlin bin nur ich zu sehen. Ne? Doch, jetzt kommt wahrscheinlich ein Bild, oder? Hier haben die Plätze sind durchnummeriert. Es fragt F01. Nein, sagen Sie mal Ihren Namen. Fabienne. Fabienne ist mein Name. Ich hätte eine Frage, inwieweit ökonomische Faktoren oder auch der Bildungsstand eine Rolle spielen bei Menschenfeindlichkeit. Ja, tatsächlich spielt in den Studien, haben wir immer einen stabilen Bildungseffekt. Und der liegt, ja, also wir messen zum Beispiel in den Studien formales Bildungsniveau. Das heißt Schulabschluss, Länge, da haben wir unterschiedliche Indikatoren, die wir prüfen. In den Studien selber spielt das Bildungsniveau eine Rolle und das spielt es auf unterschiedliche Art und Weise. Auf der einen Seite in dem Schwierigkeitsgrad einzuschätzen, wie es ist. Das spielt eine große Rolle. Das heißt, das wissen wir ja. Das sind solche Verfahren, wo Menschen mit einem höheren Bildungsgrad wissen, wie sie vielleicht antworten. Aber
Die Bildungseffekte verschwinden zum Beispiel bei bestimmten subtilen Formen der Abwertung. Wenn es darum geht, bei Sexismus gegen Frauen. Frauen sind besser geeignet, sich um eine Familie zu sorgen und am Herd zu stehen. Das haben wir früher mal, solche Aussagen verwendet. Verschwinden Bildungsunterschiede. Sobald wir subtil messen, moderne Formen von Rassismus in der Vorurteilsforschung in den 80er Jahren, da war es Tradition in angelsächsischen Ländern, in den USA, sich Konzepte zu entwickeln über Modern Racism, Ambivalent Racism, Subtle Racism. Also das war, meine Doktorarbeit war zusammen mit einem amerikanischen Kollegen über offene und subtile Vorurteile, verschwindet es. Interessant ist, dass der Bildungsunterschied auch verschwindet, wenn es um die Frage geht, ob Gruppen positiv diskriminiert werden sollen. Ich habe jetzt eine Studie rausgenommen, die hätte ich eigentlich schön zeigen können. Wir haben mal so ein imaginiertes Institut für Bildungsforschung eingerichtet. Und dann haben wir Menschen gebeten, Bewerbungsunterlagen für ein Studium zu sichten, Studierende. Und vorher haben wir gemessen, alle Facetten von Menschenfeindlichkeit und Rassismus, wir haben verschiedene Testungen gemacht von Vorurteilen und haben nur in der Studie Menschen gehabt, die absolut nach all diesen Kriterien keine Vorurteile gezeigt haben. Die gesagt haben, nein, das stimmt nicht, 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 die also alles abgelehnt haben. Und in der Studie selber um einen Studienplatz konnten sie dann Personen bewerten. Und das Einzige, was wir manipuliert haben, war das Foto. Und da war auch noch eine identische Person und die war nur unterschiedlich geschminkt. Nur einmal hieß die Julia Richter, einmal hieß die Justinia Goritzka und einmal hieß die Hülya Ünsal. Identische Person. Ich müsste die Bilder zeigen. Wir haben dann Kulturwissenschaftlerinnen gefragt, hilft uns mal Theater. Wir sind ins Theater gegangen und haben gesagt, schminkt die mal so, dass wir wirklich minimal nicht das Foto schon Stereotype heraufbeschwört. Alles war identisch. Noten, Bewertungen und so weiter. Dann haben wir drei Fragen gestellt zum Studium geeignet. Studienplatz vor Ort oder soll sie sich mal woanders umgucken? Und spätestens bei der Frage, soll sich mal woanders umgucken, also zum Studium geeignet, aber kann sich mal woanders umgucken, war die Hierarchie ganz klar. Julia, Justinia, Hülya. Ja? Und da sehen wir, dass diese Bildungsunterschiede bei subtilen Formen sich dann eben wieder zeigen. Und insofern ist das, was wir da sehen, in solchen Einstellungsmustern, wir kriegen auch sehr oft gesagt, aber ihr messt doch nicht und ihr analysiert am institutionellen, am strukturellen Rassismus vorbei. Solange ich das mache, gibt uns all das Hinweise, wie sich das dann strukturieren kann. Denn diese Selektionsprozesse sehen wir in vielen Bereichen. Eigentlich sind wir jetzt schon mit der Zeit durch, aber ich würde so gerne der Kandidatin auf Zoom oder der Person auf Zoom die Gelegenheit geben, noch ihre Frage zu stellen. Aber dann bitte ich um eine ganz kurze Frage und eine ganz kurze Antwort. Ja. So. Ja, hallo aus einem Hörsaal an der Uni Flensburg. Wir haben die Frage, warum Sie das Syndrom nennen, wenn das doch eher Krankheitszeichen oder Symptome sind. Hatten Sie bei Homophobie nicht die medizinische Sprache abgelehnt? Entschuldigung, ja, aber ich verstehe tatsächlich, ich möchte das, wenn das zu medizinisch verstanden wird, dann muss ich noch mal ernsthaft drüber nachdenken. Aber tatsächlich ist diese Bezeichnung oder dieser Begriff des Syndroms angemessener als, wenn ich jetzt sage, Zusammenhänge, das wäre zu schwach, Interkorrelation, wäre es empirisch richtig, versteht kein Mensch. Dass tatsächlich diese Idee ja nicht auch ähnlich ist, wie wir das haben in diesen Disziplinen. Also wenn Sie einen besseren Begriff haben, bitte. Ich bin da tatsächlich sehr offen. Wir haben auch innerhalb unserer Forschungsgruppe viele Begriffskämpfe. Und ich muss dazu sagen, diese Geschichte des Projekt, Entschuldigung, ist nicht uninteressant, weil als ich in diese Gruppe hineinkam, gab es noch das Konzept von Heterophobie.
Wenn ich das ja heute erklären würde, würden Sie schreien. Aber deswegen ist ja dieses Symposium hier über Begriffe wichtig. Wenn es zu medizinisch ist, es ist keine Krankheit, die wir konstatieren. Es ist ein gesellschaftliches Phänomen. Und es ist ein Phänomen von Weltwahrnehmung. Ja, vielen Dank. Mir bleibt nur noch ganz kurz vielen Dank nochmal an Sie für den schönen Vortrag. Vielen Dank an Sie alle fürs Mitdiskutieren. Auch an Berlin. Ich wollte nur zwei Sätze sagen zu unserer Sitzung nächste Woche. Da wird es um Rassismus gehen. Wir können verschiedene Dinge als rassistisch bezeichnen. Witze, Institutionen, Menschen, ihre Bücher, ihre Aussagen. Und die Frage ist, was hat das alles gemeinsam, dass wir das Rassismus nennen dürfen? Und dazu wird Christina Lepold sprechen, die schon seit Jahren zu diesem Thema forscht. Und sie wird sich mit einem Vorschlag auseinandersetzen, demzufolge dies alles Formen von gruppenbezogener Verachtung sind. Und sie wird sagen, dieser Vorschlag scheitert. Und sie wird einen Gegenvorschlag machen. Deswegen würde ich Sie gerne alle ermutigen, nächste Woche wiederzukommen, auch Sie in Berlin, und diesen Vortrag anzuhören und wieder mitzudiskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal an Sie für den Vortrag und für die Diskussion. Auch an Sie. Ich höre zu. Ich höre zu. Ich habe auch die erste Vorlesung schon gehört. Die Einführung. Also, schönen Tag.